sehr schön sehen. Das sind die Originale. Das ist ein Original. Das ist der Originaldruck. Und der hier auch. Hallo! Willkommen in meiner kleinen Welt der Monotopie. Ich mache heute ein paar Karten. Und zwar mache ich jetzt erstmal den Prototyp. Das soll ein Haus werden mit einer Schneelandschaft. Also ein bisschen niedlich. Keine Ahnung. Erstmal so im Kopf. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mir hier eine Skizze davon zu machen. Ja, und dann geht's weiter. So alles so ein bisschen ländlich gehalten. Sieht man das denn hier gar nicht? Das sieht man gar nicht. Wieso sieht man das nicht? Moment. Das sieht ja sonst kein Mensch. So, jetzt. Also ich habe mir überlegt, das Ganze hier so ein bisschen mittig zu halten. Ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, ob das auch tatsächlich jetzt ein Rechteck wird. Jedenfalls ist das hier mittig und hier steht ist alles blau, so ein Sternhimmel. Heute ist ja irgendwie nicht mein Tag, ne? Jetzt ist der Stift hier auch noch. Seht ihr das? Der bricht gleich ab. Gucken, ob ich ihn noch so benutzen kann. Ja, und dann hier so ein Haus. Hier vorne das vor dem Haus eine Mauer und dann hier ein schönes Tor. Und die Mauer hat ein paar Steinchen. So, tada. Hier das Häuschen machen wir noch mal ein bisschen und dann hier so ein paar Fensterchen noch rein. Hinten hat es dann auch noch eine Tür. Ich glaube, jetzt noch machen weiß ich noch nicht. Ah, doch, ich glaube, ich weiß wie. So, und ja, dann ist hier aber jede Menge Schnee. Moment, das sieht man ja nicht. Dann ist hier aber auch jede Menge Schnee. Und ein Weg. So. Jo, das Dach wird vermutlich rot. Bin mir noch nicht so sicher. Ja, so ungefähr dachte ich, ne? Also hier an der Seite kann man ja auch noch so ein kleines Fensterchen einbauen. Zack, zack. Sieht ja auch schön aus. Jo. So, ungefähr. So, alles ganz locker von der Hand. Das ist jetzt der Druck. Das ist doch eine wunderschöne Landschaft. Die sieht doch wunderschön hübsch aus. Ich überlege jetzt nur gerade, ob es nicht vielleicht schöner wäre, den Himmel ein bisschen bläulich zu machen. Bin mir nicht sicher. Je schwärzer der Himmel ist, umso stimmungsvoller finde ich eigentlich die Landschaft. Man könnte jetzt auf jeden Fall probieren, wie das dann aussieht, wenn ich dieses wunderschöne Winterbild einfach mal mit einem etwas bläulicheren Himmel mache.
Diesmal versuche ich es mit richtig viel Blau, weil das zweite nicht so richtig dunkel geworden ist. Da ist zwar irgendwie ein Blauton erreicht, aber ich finde es irgendwie so sehr hell noch. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Das habe ich jetzt richtig abgedeckt. Zumindest glaube ich das. So ein bisschen kann man noch die Struktur sehen. Das kriege ich vielleicht noch ein bisschen feiner hin. Hier kann man schön sehen, wie sich da unten die weiße Fläche mit dem, mit der blauen Fläche so ein bisschen vermischt. Das Papier, mit dem ich das mache, das hat so leichte Strukturen. Das heißt, die Farbe, die wird unterschiedlich aufgenommen. Das ist jetzt die Landschaft, für die ich mich entschieden habe. Ich werde hier mit dem Gummistift hier nochmal das so ein bisschen heller machen in den Häusern. Das sieht schöner aus. Es ist nicht immer so leicht, das alles richtig gut auszuwaschen. Deswegen sieht das jetzt auch ein bisschen verschmiert aus. Mit so einem Wattestäbchen würde man das noch vielleicht ein bisschen sauberer hinbekommen. Mir sind die jetzt gerade ausgegangen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses Unperfekte. Und deswegen lasse ich das auch so. Es sieht hinterher einfach wirklich viel natürlicher aus. Die Dächer, die mache ich jetzt hier mit einem Pinsel, einem Flachpinsel und roter Aquarellnulldruckfarbe. Bei dem Weg habe ich mir so einen kleinen Pinsel mal zugelegt mit ein bisschen schwarzer Farbe dran. So, das ist jetzt fertig.
Wenn es dann gedruckt ist, hat es dann diese Perspektive. Ich bin gespannt. Ich druck das jetzt einfach mal aus. Wo ist meine Rolle? Mit dieser Rolle wird das jetzt ausgerollt. Ich bin so gespannt. Wenn man sich so viel Mühe gibt und es wird dann am Ende nichts, das tut richtig weh. Und dann gehe ich hier noch mit diesem gelben Gummispachtel dran, damit ja auch alles aufs Papier kommt. Ein bisschen schaue ich mal nach. Da ist das. Und man kann jetzt, glaube ich, schon ein kleines bisschen was sehen. Moment. Traue mich aber noch nicht. So sieht das jetzt von der anderen Seite aus. Man kann erstaunlicherweise hier auch schon ganz gut sehen, wie das dann aussieht, wenn es gedruckt ist. Wobei, da ist natürlich noch jede Menge Farbe auf der Platte. Das, was ich dann abziehe, das wird dann hoffentlich ein bisschen weniger sein, weil so ganz so matschig möchte ich es jetzt eigentlich nicht haben. Solange die Farbe noch ein bisschen feucht ist, kann man mit so einem Gummischaber noch ganz gut ein paar Strukturen da reinbringen, was ich jetzt ja auch hier mit gemacht habe. Und zwar da in dem Baum und unten noch bei diesen ja, eingelaufenen Weg und so ein bisschen noch bei den Sternen, so als bisschen Struktur, das so ein bisschen was mit, ja, so hat so ein bisschen was mit Schatten unten runter, dann sehen die nicht ganz so aus wie kleine Tropfen. Aber ich finde, das ist schon richtig schön geworden. Und das reicht mir schon als Prototyp für so eine Karte. Wobei die anderen sind natürlich auch sehr gut geworden. Was ich jetzt mache, ist, dass ich das jetzt trocknen lasse und dann werde ich das einmal abfotografieren und digital bearbeiten und dann werde ich das mit einem Multifunktionsdrucker auf Artist Paper drucken. Das sieht bestimmt richtig gut aus. Ist natürlich jetzt irgendwie auch ein bisschen lustig. Ich mache hier eine Monotypie, die ich dann hinterher wieder drucke. Ist schon lustig, macht aber Spaß. Vielleicht ordne ich das mal hier so ein bisschen anders an. So, genau. Also hier, das wäre einmal das Original und das ist der Druck von dem Drucker.
Das ist kein einfaches Fotopapier. Das ist ein Druckpapier, das geeignet ist für alle Arten von Drucken. Auch für den Multifunktionsdrucker, den Fotodrucker. Ich finde ganz witzig, dass hier diesen Mond, den bin ich ja nochmal mit Ölkreide nachgegangen, mit so einer Goldfarbe. Und hat das eigentlich wirklich ziemlich gut übernommen. Gefällt mir echt gut. Was natürlich jetzt nicht so gut geworden ist, ist das Weiße hier. Hier ist das natürlich, ja. Weiß kann man das jetzt hier auch nicht wirklich nennen. Das ist so leicht rot oder leicht rosa, aber das ist eigentlich egal. Das macht das Ganze eben sehr schön. Aber hier das, ich glaube, es liegt vielleicht auch an meiner digitalen Bearbeitung. Ich habe es mit dem Smartphone bearbeitet. Wenn man es jetzt ordentlich am PC machen würde, würde man vielleicht auch noch den gleichen Ton hinbekommen. Das schafft nämlich mein Drucker. Ja, also was soll ich sagen? Ich bin super glücklich und freue mich total über diese Karten, die mein Drucker jetzt ausgedruckt hat. Die Originale sind eigentlich, bis auf die Tatsache, dass es hier vielleicht nicht so weiß ist, wie man sich das wünscht, fast von der Farbe her identisch. Also man merkt nicht so viel. Wenn man das jetzt hier so ein wenig vergleicht, sehe ich eigentlich nur einen einzigen Unterschied. Und zwar, das ist jetzt die Original-Monotypie. Und der Baum hat hier diese einfache, wunderbare Struktur mit der Farbe. Das hat der Drucker natürlich jetzt nicht so übernommen. Man muss schon ganz genau hingucken, um das wirklich zu sehen. Ja, und über die Farbgebung kann man eigentlich überhaupt nicht meckern. Details hat er eigentlich auch ganz gut mit übernommen. Ist eine wunderschöne Karte geworden. Auch mit dem Gold da drin. Hier ist nochmal eines gewesen. Da bin ich dann nochmal mit der Öl-Pastellkreide dran gegangen in der Goldfarbe. Hier, das ist das Original. Und wenn man die beiden Sachen, wenn man die beiden Bilder nebeneinander hält, dann kann man schon sehen, dass die Farben fast identisch sind. Ja, und dann, also das hier ist jetzt die Karte, das war das mit dem ganz, ganz, ganz schwarzen Himmel, wo ich gedacht habe, naja gut, je schwärzer er ist, umso mehr leuchtet er auch. Da ist das Original. Das hat jetzt nicht ganz so intensive Strukturen, aber es hat Strukturen. Und ja, fast würde ich ja sagen, erscheint mir die Karte schon etwas hübscher, weil der Schnee so ein bisschen wärmer da drin aussieht, aber das kann man jetzt hier auch nicht so wirklich sehen. Aber hier, das ist die Karte. Man kann jetzt, wenn ich das so ein bisschen zurückhalte, schon sehen, dass der Schnee da unten ja auch Farbe hat. Das geht so ein bisschen ins Schattige, während hier eigentlich fast gar nichts ist. Da ist sicherlich was. Wenn man ganz genau guckt, sieht man auch so einen Hauch, einen kleinen Hauch von Rosa. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch inspirieren lassen. Wenn ihr so einen Drucker zu Hause habt, probiert das einfach mal aus. Ich sage Tschüss und bleibt alle gesund und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao, ciao.